Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir basteln heute eine richtig schnelle Geburtstagskarte und ich weiß, also lasst mich mal so sagen. Es gibt so eine Technik, mit der man gestanzte Schriftzüge hervorheben kann. Das sieht dann aus wie so ein Schatten. Aber ich weiß nicht, wie diese Technik heißt. Ich weiß nur, dass irgendwann vor Weihnachten fing da jemand mit an und dann haben das alle nachgemacht. Wenn man jetzt einen Schriftzug hat und man stanzt den aus und man möchte halt, dass der so einen Schatten wirft, dann stanzt man dann einfach nochmal mit der gleichen Stanze schwarzen Cardstock, ich glaube 5-6 Mal, klebt das alles übereinander und hat dann so ein dickes Ding. Und ich habe mir eine Variante ausgedacht, wie es halt um einige schneller geht. Ja, ich zeige euch mal eben, um was es sich handelt. Es ist diese kleine Geburtstagskarte. Und ihr seht dieses Happy Birthday, das ist eine Stanze von Mama Elephant. Und da habe ich auch diesen 3D-Schatten-Effekt. Boah, wenn ich wüsste, wie das heißt. Ne? Ich habe es gegoogelt, ich habe es ge-YouTubed, ich habe wirklich alles gemacht. Ich habe Facebook-Gruppen durchgesucht, aber ich weiß einfach nicht, wie es heißt. Also wenn ihr das wisst, dann schreibt es mal unten in die Infobox. Auf jeden Fall habe ich das Ganze mit Moosgummi gemacht, weil das ist ja im Endeffekt so wie 5 Lagen Cardstock ausstanzen, nur dass man halt einfach nicht 5-mal da an der Big Shot drehen muss. Ne? Also ich muss nur 2-mal an der Big Shot drehen, einmal für das Oberteil und einmal für das Moosgummi. Ja, und wie ich diese Karte gestaltet habe, das zeige ich euch jetzt auch sofort. Das ist relativ schnell gemacht und ich denke, das ist für jeden was, der so ultra last minute noch eine Geburtstagskarte machen muss. Also, los geht's! Für meine Kartenvariante brauchen wir zuallererst ein Kartenrolling. Dann habe ich mir 2 unterschiedliche Stücke Designpapier zurechtgeschnitten. Das eine ist für den Hintergrund und das andere halt für den Vordergrund. Und ja, dann braucht ihr noch eine Stanze eurer Wahl. Ich verwende hier heute die Happy Birthday Stanze von Mama Elephant, weil ich die einfach geil finde. Könnt aber alles nehmen, also das ist vollkommen egal. Ihr könnt euch auch mit diesen kleinen Buchstabenstanzen oder Zahlenstanzen irgendwas zurechtwürmeln. Hier geht es halt einfacher, weil man hat halt direkt alles parat, ne? So, wir nehmen uns jetzt das Papier, was oben liegen soll. Und das ist in meinem Fall hier das Party-Konfetti, nenne ich das jetzt mal, weil wird ja eine Geburtstagskarte. Es wird gestanzt. Und zwar suche ich mir jetzt hier einfach mal die obere Mitte, damit ich hier unten noch das ein oder andere hinstempeln kann, beziehungsweise hinkleben kann. Und ich fixiere das Ganze mit ein bisschen, hier, wie heißt das, Tesafilm-Kreppband. Einfach mal hier. Und dann rödel ich das Ganze durch die Big Shot. Jetzt trenne ich das hier einmal raus. Das brauchen wir erstmal nicht, aber wir benötigen das hier. Ich popel hier vorab die großen Teile raus, damit ich das gleich nicht von Hand einzeln machen muss. So geht es am einfachsten. Das können wir entsorgen. Und jetzt suche ich mir hier so ein Löchlein und gehe da mit meiner spitzen Spitze rein. Und dann trenne ich das ganz vorsichtig aus dieser Stanze raus. Dann sieht das Ganze so aus. Als nächstes nehme ich mir Moosgummi. Das kriegt ihr überall beim Teddy, beim Kick, beim Action für ein paar Cent. Und ich stanze mir jetzt das Happy Birthday nochmal mit dem Moosgummi aus. Normalerweise, ich weiß halt nicht, wie diese Karte heißt. Ich habe überall gesucht. Ich habe es mal gesehen, das war letztes Jahr auch irgendwann vor Weihnachten. Da fanden das die Mädels super cool und haben das auch alle gemacht. Allerdings hat man das, haben die sich, weiß ich nicht, wie viele Lagen schwarzes Cardstock-Papier ausgestanzt in der gleichen Stanze und das dann alles übereinander geklebt. Und ich habe halt gedacht, naja, wieso nimmt man denn nicht Moosgummi? Das kommt doch dann aufs Gleiche raus, ne? Ja, deswegen machen wir das jetzt mal eben. Beauty. So, das lässt sich ein bisschen einfacher trennen und das lässt sich auch ein wenig einfacher hier rausfummeln, also irgendwie alles. Ja, so und jetzt habe ich eigentlich die perfekte Dicke, um aus dem Ganzen so eine Schattenkarte zu machen. Also es sieht halt aus, als hätte der so einen kleinen Schatten. Was wir jetzt machen, ist dieses Papier Happy Birthday auf das Moosgummi kleben. Und das mache ich mit meinem Tombow, weil ich da definitiv sicher weiß, dass es auch hält. Und ich bringe jetzt hier einfach einmal ringsherum auf den Buchstaben Kleber an. Das dauert ein bisschen. Ist
halt ein bisschen doof mit dem Tombow, weil man dann irgendwann auch nicht mehr weiß, wo kannst du es denn jetzt festhalten und wo nicht, ne? Hast den ganzen Knöß an den Händen. Aber gut, es wird sich lohnen, Leute, es wird sich lohnen. So, jetzt nehme ich mir das und lege das genau da drüber. Sieht ganz cool aus, ey. Ich muss mir jetzt nur mal eben die Hände waschen, weil ich habe wirklich alles an den Händen, was man so an den Händen haben kann. So, jetzt haben wir das. Hände sind gewaschen. Jetzt nehme ich mir das untere Stückchen hier zur Hand. Ich muss das nochmal eben übereinander legen, um zu gucken, ob es auch wirklich passt. Und ich sehe gerade, es ist ein bisschen zu groß. Ja, waren halt Reste, ne? Da muss man dann auch mal gucken. Also schneidet das untere lieber zu klein als zu groß. So, jetzt nehme ich mir ein bisschen Kleber zur Hand und bringe das hier auf der Rückseite an. Einmal so und klebe das auf meinen Kartenrolling. Einmal mittig. Ich habe das so abgemessen, dass ich ringsherum so einen kleinen weißen Rand habe. Einmal so. Und das hier klebe ich jetzt direkt da drüber. Allerdings nehme ich hierfür ein bisschen Flüssigkleber, weil ich sonst hier oben diese kleinen Spitzen nicht festbekomme. Und es geht halt einfach ein bisschen schneller, ne? Das ist wirklich eine richtig flotte Karte. Gut, man muss halt Papier raussuchen. Aber wenn man das gemacht hat, so, jetzt klebe ich das hier einmal, wie gesagt, genau über das andere Papier. Ja, und jetzt kann das hier auch schon draufgeklebt werden. Das bedeutet, wieder ein bisschen Tombow und wieder das gleiche Spiel, nur halt jetzt von der anderen Seite. Überall ein kleines bisschen Kleber drauf. Wenn ihr irgendeinen anderen Kleber habt, könnt ihr das natürlich auch mit dem machen. Dann ist es nicht so schlimm, wenn da mal was rausquaddelt, weil das Zeug, das kriegst du ja echt einfach nicht mehr von den Händen ab, ne? Ich habe mir gerade die Hände gewaschen, aber irgendwie klebt immer nur alles. So. Und versuchen, das Ganze schön in die Stanze zu legen. Geht eigentlich relativ flottimotti. Tja, und das war es auch schon. Was war das jetzt? Noch nicht mal 5 Minuten? Und sieht halt irgendwie richtig lustig aus, ne? Und das ging halt super schnell. Und ihr seht, das hat jetzt hier diesen Schatteneffekt, was ich richtig cool finde. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch ein bisschen dekorieren. Ich nehme hier diese kleinen Party-Zebras, finde ich eigentlich ganz geil. Obwohl es gar keine Party-Zebras sind. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, ne? Ich habe mich doch noch umentschieden, und zwar für die Party-Unicorns. Also beziehungsweise ein Party-Unicorn, weil ich komme mich nicht entscheiden, nimmst du die Torte oder nimmst du das mit den Luftballons? Aber ich habe jetzt den kleinen Scheißer mit den Luftballons genommen und habe hier zusätzlich nochmal den oberen Bereich mit den Luftballons an sich abgestempelt auf dem Papier, was ich hier als Hintergrund verwendet habe. Und das schneide ich jetzt aus. Also nur diese kleinen Ballönchen. Ich lasse jetzt auch hier das Öhrchen und so weg, damit ich das hier auf meinen Stempelabdruck kleben kann. Das, ich weiß nicht genau, wie man diese Technik nennt. Ich schneide auch durch den schwarzen Rand, nicht außerhalb des schwarzen Randes, weil es soll so aussehen, als würde das da zu dem weißen Stempelabdruck gehören. Das ist ein bisschen fummelig, aber wir haben ja schon Zeit bei dem anderen Kladderadatsch gespart. Dann können wir ja hier ein bisschen Zeit investieren, ne? So, also einmal den hier. Gut, der hält jetzt nicht. Und dann das hier auch nochmal. So sieht das jetzt aus. Und das wird jetzt hier einfach drüber geklebt. So, ich mache das einfach mit einem Tropfen von dem Tombow. Also wirklich nicht so viel.
Ich glaube, ich brauche mal eine Pinzette, ey. Das ist mir aber jetzt auch ein bisschen zu fummelig. Ich bringe jetzt hier auf der Rückseite ein bisschen von dem Tombow an. Und dann klebe ich das hier drauf. Ich glaube, ich hatte das in meinem anderen Video schon erwähnt, aber ich liebe sie einfach. Das macht man zwar nicht allzu oft, aber wenn man es dann mal macht und man hat eine Pinzette, Leute, kann ich nur empfehlen. Es klebt. Und jetzt koloriere ich einfach ganz, ganz schnell ein bisschen mit den mit meinen Prismacolor-Stiften. So, das Party-Unicorn ist schon so halb fertig, aber den Rest stelle ich letztendlich fertig, wenn es klebt. Dann habe ich mir hier diese kleinen Pailletten rausgesucht, weil zum Geburtstag gehören Pailletten. Die kommen hier gleich drum rum. Aber irgendwie ist das auch noch ein bisschen langweilig. Deswegen habe ich hier so einen Rest von dem Hintergrundpapier und ich nehme mir jetzt hier so einen Bordürenstanzer und werde das einfach mal ganz kurz einmal komplett die komplette Länge hier durchjagen. Und dann kürze ich mir das einfach. Warte, ich muss mal gucken, dass es einigermaßen gerade ist. So. Lege ich jetzt hier drauf, bis ich denke, okay, das sieht ganz hübsch aus. Dann nehme ich mir einen Bleistift und setze mir eine Markierung hier an der Seite und hier an der Seite und kürze mir das schnell. Und auch nochmal von unten. Ich denke, das kleine bisschen hier sollte reichen. Ja, das finde ich eigentlich ganz schön so. Und dann kommt hier dieses kleine Party-Unicorn drauf. Also das klebe ich jetzt hier eben mit ein bisschen Flüssigkleber fest. Und das Party-Unicorn, das packe ich mir auf 3D-Schaumpads. Jetzt nehme ich mir einen weißen Stift, so einen weißen Gelstift. Und jetzt verpasse ich dem erstmal kleine Pupillen, mehr oder weniger. Also damit das auch so aussieht, als wäre der lebendig. Dann kriegt er noch drei so kleine weiße Sommersprossen. Und das war's. Jetzt nehme ich mir den Glitzerstift von Wink of Stella. Und dann kriegt das Horn hier mal ordentlich Glitzer. Und die Mähne auch ein bisschen. Und weil es so schön ist, der Rest einfach auch. Weil das glitzert so schön. Müsst nur aufpassen, dass ihr nicht direkt über die Pupillen geht, weil sonst verschmiert euch alles. Und die Ballons lasse ich so. So, gut, das seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht, aber wenn man davor sitzt, dann schimmert es richtig, richtig schön. Juti, und jetzt suche ich mir einfach ein paar Pailletten raus. Ich lasse die immer erst fallen. Und dann gucke ich, ob mir das gefällt. Und dann lasse ich es meistens so. Dann klebe ich es genau so fest. Ich klebe das jetzt mal eben fest und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon fertig hier. Aber während ich mir hier einen abkrampfe bei den Pailletten, da müsst ihr ja nicht dabei sein. Wo ist es denn jetzt? Und das war's auch schon. Fertig ist unsere Karte. Ja, ich finde, das ist eine richtig coole Sache mit dem Moosgummi. Das geht super schnell. Mit Moosgummi geht sowieso überhaupt alles schnell, wenn man Schriftzüge ein bisschen höher setzen möchte und es soll akkurat aussehen oder wenn man irgendwas ausstanzt und einen Rahmen draus machen möchte. Einfach ein bisschen Moosgummi drunter. Moosgummi an die Macht, sage ich ja nur. Juti, ich, ja gut, Maßangaben gibt es da ja nicht wirklich, also kann ich mir das heute sparen. Das bedeutet, dass dieses Video relativ schnell fertig ist, weil ich es einfach nur schneiden muss, finde ich auch mal richtig geil. Die paar Produkte, die ich verwendet habe, die versuche ich euch unten in der Infobox zu verlinken, weil es ist auch schon ein bisschen was Älteres dabei. Ja, und dann würde ich sagen, macht es gut, schwingt den Hut und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Und tschüss!